Gut, dann kommen wir zum Anime in Deutschland. Da haben wir erstmal bezüglich der Filme eine Backlog-News, denn Crunchyroll hat mal wieder abgeliefert und den Con-Backlog, den es auf anderen Plattformen gibt, in ihren Katalog reingeschaufelt. Diesmal waren es die Filme 11 bis 16. Da werden vermutlich dann demnächst auch noch weitere Filme folgen. Aber auf jeden Fall die große Crunchyroll-Con-Offensive geht aktuell weiter. Ja, war ja zu erwarten, dass es so passiert. Wir haben ja schon vorher ein bisschen über die Entwicklung gesprochen. Ich glaube, im letzten Monat schon, als die Staffeln dazugekommen sind, dass es weitergehen wird. Und entsprechend ist diese Entwicklung jetzt nicht ganz unerwartet. Aber ich hatte auch gesehen, auch im Livestream und so, wird schon nach der Staffel eher gefragt, also nach der aktuellsten Staffel, wann die denn da hinkommt. Und nicht so sehr nach den Filmen. Aber ist natürlich nicht schlecht, wenn da ein bisschen was nachkommt und Leute im Crunchyroll-Abo jetzt sagen, hey, möchte ich mir jetzt auch die Filme mal ansehen. Vielleicht hatten sie sie ja noch nie gesehen, haben jetzt die Möglichkeit dazu. Ist dann auf jeden Fall cool, wenn da das Angebot auch bei den Filmen noch ein bisschen ausgebaut wird. 7 Filme kann Crunchyroll jetzt maximal noch nachschieben aktuell. Weiß nicht, wie sie sich das aufteilen und ob sie überhaupt schon Film 23 bringen wollen. Und dann steht da ja noch die potenziell 5. Staffel im Raum, wo jetzt aber auch erst letzten Monat, beziehungsweise noch am 1. April, aber hatten wir schon im letzten News-Podcast besprochen, erst die finale DVD-Box draußen ist. Also ist vielleicht da das Interesse, die 5. Staffel noch ein bisschen länger nur auf DVD-Boxen und auf Anime On Demand zu halten. Vielleicht aber auch nicht, und wir reden schon im nächsten News-Podcast drüber, über die nächste Welle, die Crunchyroll rüber geschafft hat. Kann ich mir ehrlich gesagt sogar vorstellen, dass Crunchyroll noch weiter nachschieben wird. Sei es jetzt bei den Folgen oder bei den Filmen. Auf jeden Fall ist man momentan ja sehr stark dabei, das Con-Angebot auszubauen. Hat ja erstmal am Anfang, ich glaube, die 111 Folgen online gestellt. Dann ging es ja rasant weiter mit ja, die zweite Staffel komplettiert, dann dritte, vierte Filme. Magic Kaito Kill the Phantom Thief, die Gosho Aoyama Short Stories sind da auch dort. Also, man hat ja wirklich massiv aufgefahren, alles das, was bei Anime On Demand eben, oder vieles, was bei Anime On Demand eben schon ist, jetzt auch bei Crunchyroll zu zeigen. Und dementsprechend kann ich mir auch gut vorstellen, dass so die restlichen Filme noch zeitnah nachgelegt werden und dass es die dann auch komplett alle bei Crunchyroll gibt, genauso wie es sie auch schon bei Anime On Demand alle gibt und seit kurzem auch bei Amazon Prime Video alle. Da ist uns oder mir zumindest gar nicht bekannt, wann die letzten Filme dort veröffentlicht wurden. Das ist bei Amazon Prime Video ein bisschen heimlich still und leise geschehen, haben sie das ins Programm aufgenommen. Aber da kann man tatsächlich auch alle Filme gucken, wenn man möchte. Ist dort aber, ja, ich würde sagen, unverhältnismäßig teuer. Da haben wir auch schon häufig mal drüber gesprochen. Ja. Ja, das Angebot auf Amazon Prime ist, wenn man sich das auf Crunchyroll oder auf Anime On Demand ansieht, leider nicht sehr attraktiv. Aber wir haben ja immer betont, auch wenn das nicht das attraktiveste Angebot ist, ist es ja trotzdem gut, wenn man auf möglichst vielen Plattformen vertreten ist. Genau, um noch kurz zu sagen, warum es nicht attraktiv ist, weil es eben nicht in dem Angebot von, also in dem Abonnement von Amazon Prime Video oder Amazon Prime enthalten ist, sondern weil man sich die Filme eben einzeln kaufen muss digital und das auch für, glaub, teuer Geld, ich weiß nicht, 15 Euro oder so, irgendwie die Richtung war es. Also da kann man sich fast gleich die richtige DVD oder Blu-ray kaufen, bevor man da bei Amazon Prime Video zuschlägt. Während die Filme ja bei Anime On Demand und Crunchyroll im regulären Abonnement gibt, das halt nicht so teuer ist. Natürlich, wenn man es länger hat, das Abo, dann ist es teurer, ja, logisch. Ja, also nochmal konkret, 14,99 € für SD und 19,99 € für HD bei den Filmen, wo HD verfügbar ist. Es gibt keine Leihoption für die Con-Filme und es gibt keine japanische Synchron- und Untertiteln auf Amazon Prime Video. Das heißt, man ist ungleich teurer, es gibt keine Leihoption, kein Abo und keine japanische Originalfassung. Das ist schon insgesamt im Vergleich zu dem, was man auf Anime On Demand bekommt, in allen Umfängen her, in allen Belangen her, das deutlich schlechtere Angebot. Aber wenn man eben nur auf Amazon seine Filme guckt, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man das da immerhin tun. Ja, ein Grund wäre natürlich, wenn es zum Beispiel keine Anime On Demand Fernseh-App gibt oder Konsolen-App oder überhaupt eine App und man sagt, okay, ich nutze nur noch Apps und dann hat natürlich Amazon eine App und dieser Anbieter zum Beispiel ja nicht. Crunchyroll hat ja Gott sei Dank ein paar Apps, aber ja, ne, also insgesamt eher unattraktiv, was es auf Amazon zu bieten
hat. Und ich glaube, um nochmal auf Crunchyroll zurückzukommen und Anime On Demand, ich glaube nicht, dass die Staffel 5 dann auf Crunchyroll kommt, wenn sie noch, also zumindest nicht komplett, wenn sie noch nicht bei Anime On Demand gezeigt wurde. Also ich glaube, da wird man den Zeitplan anhalten und sobald dort dann alle Folgen verfügbar sind, wird man dann auch auf Crunchyroll nachziehen. Was die Serie angeht und die Filme, das kann ich mir schon vorstellen, dass das zügiger oder zeitnaher passiert.